Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hat Phase One die neue Version von Capture One veröffentlicht, Capture One 12, und ich zeige euch heute die Neuerungen und für eventuelle Umsteiger, also für Lightroom-Benutzer, einen kleinen Überblick über die Funktionen von Capture One. Gleich nach dem Intro geht's los. You could be larger than life. So, willkommen nochmal, mein Name ist Roman Hammer und ich bin seit vielen Jahren jetzt da schon Capture One User und zudem noch Capture One Partner. Das heißt, ihr könnt bei mir mit dem Code dementsprechend 10% erkattern, wenn ihr Capture One kaufen wollen würdet. Aber bevor es soweit ist, zeige ich euch einmal über das Programm selbst. Und ja, warum bin ich zu Capture One umgestiegen? Also wie jeder andere auch, habe ich mit Lightroom und Photoshop angefangen, und nachdem ich eine Sony benutze und manche Digital Bags von Phase One, den Kamerahersteller, die hinter Capture One stehen, mit Sony Sensoren arbeiten, war es für mich irgendwo naheliegend, dass ich da versuche, mehr aus meinen RAW-Images rauszuholen. Und ja, man sieht auch gleich, wenn man einen direkten Vergleich hat mit Lightroom und Capture One, dass die Algorithmen oder die RAW-Dateien anders interpretiert werden. Da ist auch ein dementsprechender Algorithmus oder eine Engine dahinter. Anyway, seit vielen Jahren eben Capture One-User, und sehen wir uns das ganze Programm einmal an. Wenn man Capture One 12 das erste Mal aufmacht und vorher eben Capture One 11 oder 10 oder vielleicht noch 9 benutzt hat, dann wird einem auffallen, dass sich am User Interface sehr viel geändert hat, und das wäre hier eben die ganzen, ich werde das ein Bild, die ganzen Icons hier und Slider sind flacher geworden. Insgesamt präsentiert sich Capture One moderner, intuitiver für mich, und es macht auch ziemlich viel Spaß, da drin zu arbeiten. Für alle Lightroom-Umsteiger möchte ich mal kurz mal zum Interface was sagen. Wir haben links eben die ganzen Werkzeuge, die zusätzlich noch in Tabs eingeteilt sind. Gehen wir von neu. Wir haben hier in diesem Katalog hier die Ansammlungen. Dann haben wir eben fürs Tethering-Shooting hier einen extra Reiter für die Objektivkorrektur. Ganz groß geschrieben ist das Thema Farben in Capture One, und da haben wir eben auch Weißabgleich, Farbbalance und mein Lieblingstool, den Farbeditor. Dazu habe ich ein eigenes Video, das blende ich hier ein, da könnt ihr euch den Farbeditor selbst noch anschauen. Also da reinklicken ist ganz informativ, was dieses Tool an sich kann, und ich finde, dieses Tool ist allein schon den Preis von Capture One wert. Dann haben wir weiter im Programm die Belichtungen, das HDR-Tool, Tonwerte und so weiter, und dann eben noch Schärfen. Wir können uns Presets abspeichern und uns ansehen und selber welche hinzufügen. Wir können uns Anmerkungen, Schlüsselwörter, Metadaten hinzufügen, und dann können wir uns selbst dementsprechend, wie wir unsere Bilder exportiert haben wollen, können wir uns Verarbeitungsvorgaben einstellen. Dazu gibt es aber bei den meisten eben eigene Videos dazu. Da schaut ihr einfach bei meinem Kanal vorbei und informiert euch darüber. Für die Lightroom-Umsteiger, die zunächst, ich muss zugeben, mich hat es auch am Anfang auch erschlagen,
wie das Ganze aufgebaut ist, dass es am Anfang nicht so sonderlich intuitiv ist, weil man ja als Gewohnheitstier eben Lightroom gewohnt ist und die meisten eben von Lightroom umsteigen. Da gibt es eben über das Menü Fenster, Arbeitsumgebungen und da kann man eben den Punkt Migration auswählen. Und nach einer kurzen Wartezeit stellt sich Capture One so um, wie ungefähr, also wie die Lightroom ungefähr aufgebaut ist. Natürlich ein bisschen anders, aber man kann dementsprechend schon arbeiten und sich einmal eingewöhnen. Man kann sich natürlich auch seine Arbeitsumgebung nach seinem Workflow anpassen und ich habe da eben dementsprechend meinen Workflow schon eingestellt, wie ich ihn haben will. Das war der falsche. Hier. Und so kann man eben arbeiten. In der Mitte sehen wir den Viewer, wo wir direkt unsere Bilder bearbeiten können und auf der rechten Seite haben wir eben den Browser, der eben unsere Bilder beinhaltet und zusätzlich auch Dateinamen und mit dem man auch Bewertungen anstellen kann, hier mit den Sternenbewertungen und man kann zusätzlich die Farben markieren, wie man sie haben möchte. Das lasse ich mal 5. Gut, was kann man zusätzlich machen? Man kann eben die Werkzeuge anpassen. Da geht man einfach in die Ansicht und sucht sich die Symbolleiste zum Beispiel und kann hier dementsprechend ein paar Funktionen hinzufügen. Da wäre bei mir jetzt einmal die Fokusmaske, die mir anzeigt, welche Schärfe oder ob mein Bild überhaupt scharf ist. Dann kann ich hier eben meine Stile einstellen. Ich kann, was fehlt mir jetzt hier noch? Das exportieren. Das gebe ich jetzt mal dahin. Und so weiter und so fort. Wenn ich damit fertig bin, ich kann noch zusätzlich einstellen, dass ich die Symbole und den Text haben möchte. Und klicke auf Fertig. Wenn mir irgendwo ein Werkzeug fehlt, kann ich dementsprechend in einen Reiter reingehen, Werkzeug hinzufügen und kann mir das dementsprechende Werkzeug nochmal hinzufügen. Ich kann da zum Beispiel jetzt die Farbbalance nochmal einfügen und habe hier eben einmal ein Master Tab und dann kann man hier Tiefen, Mittelton und Lichter nochmal extra darstellen. Wenn ich ein neues Register hinzufügen will oder entfernen will, dann kann ich eben hier zum Beispiel das Register Farbe entfernen und wenn ich eins hinzufügen möchte, dann kann ich mal hier noch zusätzlich die Register hinzufügen oder ich kann mir ein eigenes Register erstellen, je nachdem. So, grundsätzlich man importiert die Fotos. Ich habe jetzt hier einen Katalog ausgesucht. Man kann auch zusätzlich eben eine Sammlung oder Sitzung auswählen, mit denen man arbeiten kann. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Man kann so wie in Lightroom seine ganzen Bilder in einen Katalog hinzufügen und kategorisieren und bearbeiten. Bin hier nicht ganz ein Fan davon. Also ich arbeite eher in Sitzungen. Das heißt, bei mir sieht es so aus, dass ich auf meiner Festplatte eben einen Capture One Session Ordner habe und pro Shooting eine eigene Sitzung und ich kann so schnell nachvollziehen, welches Shooting und wo meine Bilder sind. Das ist für viele wahrscheinlich nicht so intuitiv. Für mich ist es hier einfacher, vor allem weil auch der Katalog, je mehr Bilder er enthält, langsamer wird. Und da würde ich mir den ganzen Vorteil von Capture One gegenüber Lightroom eigentlich wieder egalisieren. Also ich empfehle eben die Sitzungen. Gut, gehen wir weiter zu den Neuerungen Capture One. Wir haben eben oben in der Menüleiste ist ein bisschen aufgeräumter worden. Man hat die jetzt als Menüpunkt die Ebene hinzugefügt und das Auswählen. Die zwei Punkte sind dazugekommen und insgesamt ist es auch, glaube ich, ein bisschen neu sortiert worden und soll insgesamt laut Phase One ein bisschen intuitiver werden. Weiters hinzugekommen ist eben auch
Ja, hier bearbeiten, Tastenkombinationen bearbeiten und hier können wir unsere Shortcuts bearbeiten. Ich habe da schon mal vorgearbeitet. Man kann dementsprechend auch einzeln seine Sachen suchen. Oder was ich noch cooler finde, man kann zum Beispiel hier eingeben Maske. Und ich habe alle Punkte in Capture One, die irgendwie mit einer Maske zu tun haben. Und die kann ich dann dementsprechend benennen oder mit einer anderen Tastenkombination versehen. Insgesamt eine saucoole Funktion und habe ich jetzt mittlerweile auch schon verwendet. Also ich habe bei der Maske schon einige Sachen geändert und irgendwo noch, weiß ich jetzt gar nicht wo, aber ein paar Sachen habe ich zumindest schon geändert. Dann weiters. Dazu suche ich mir jetzt ein Bild raus. Dann nehme ich jetzt eins von der Sandra. Ah, nehmen wir das hier. Was ist hinzugekommen? Also wir kennen mittlerweile schon die Ebenen, die seit Capture One 11 so heißen. Und vorher waren es die lokalen Anpassungen. Da kann ich mir jetzt da eine neue Ebene hinzufügen. Ich nehme jetzt einmal eine leere Ebene. Und dann habe ich hier als Auswahl zum Beispiel das lineale Verlaufswerkzeug. Das ist nicht unbedingt neu, aber wenn ich was neu ist, ich kann jetzt da hier, wenn ich das jetzt hier so reinziehe, mit der Taste M kann ich mir die Maske sichtbar machen. Und jetzt kann ich das Ganze eben drehen. Oder ich kann mir das Ganze eben symmetrisch eben verstellen. Oder wenn ich die ja, symmetrisch oder wenn ich die Alt-Taste drücke, kann ich das asymmetrisch verstellen. Also es ist ein Punkt, den man vielleicht aus Lightroom schon kennt. Ich habe zu lange schon nicht mit Lightroom gearbeitet, aber ich glaube, das Drehen ging damals schon. Aber das Einstellen asymmetrisch, symmetrisch, das weiß ich nicht, ob das gegangen ist. Gut, das wäre eine neue Funktion, die ziemlich cool ist und die uns mehr Möglichkeiten in Capture One liefern. Ein weiterer Punkt wäre einen, dann zufüge ich wieder eine neue Ebene dazu, die benenne ich jetzt mit Verlaufsmaske. Und die benenne ich jetzt mit Radialfilter. Das ist eine Funktion, die mir schon den vielen Capture One-Usern eine Träne nachweinen, seit sie umgestiegen sind. Und jetzt seit Capture One 12 ist sie jetzt auch enthalten und sieht im Grunde genauso aus. Man kann eben genauso wie beim Verlaufswerkzeug kann man hier eben auch dementsprechend das Ganze verstellen. Man kann das verschieben. Und man kann das auch dementsprechend auch einstellen. Man kann das härter machen von der Maske her und man kann es auch dementsprechend weicher machen. Asymmetrisch und symmetrisch kann man das Ganze verstellen. Eben genauso. Die Maske entferne ich jetzt wieder und ich kann hier dementsprechend auch wieder meine Einstellungen vornehmen, wie ich sie brauche. Eine weitere Funktion, die noch dazu hinzugekommen ist, ist jetzt, dazu mache ich eine gefüllte Ebene. Ich blende das ganz kurz mal ein, dass man sieht, okay, es ist eine komplett gefüllte Ebene und die nenne ich jetzt da Luminanzbereich. Und wir können hier, wenn man hier oben sieht, wir haben jetzt hier zwei Buttons und der Deckkraftslider, der war vorher schon da. So. Man kann hier direkt einstellen, ob es eine Anpassungsebene ist, eine Klonebene oder eine Reparaturebene. Und was man jetzt dann neu hinzugekommen ist, wir haben hier einen Bereich für unsere Luminanz. Dazu kann man eben
Also wenn ich jetzt da haben möchte, dass ich nur die Highlights entferne, da kann ich jetzt hier einfach verschieben, so dass ich meine Highlights nur habe. Ich kann das hier jetzt dann noch ein bisschen verlängern, dass man hier einen kleinen Verlauf hat, dass die Maske nicht so extrem einen harten Übergang hat. Deswegen kann ich das Ganze hier noch so verschieben und ich habe hier einen smoothen Übergang. Dann kann ich das Ganze noch eben invertieren, dass ich eben nur meine Luminanzen habe und so, dass ich nur meine Tiefen habe. Dann kann ich hier jetzt dann noch zusätzlich den Radius einstellen. Das lasse ich jetzt hier mal kurz laden. Und ich kann die Sensibilität von dieser Maske auch noch einstellen. Das wende ich jetzt hier mal an, blende mir meine Maske mit der Taste M aus und das kann ich hier auch, ich würde jetzt mal sagen, ich mache hier einfach ein kleines Color Grading und verschiebe das Ganze ins Blaue, so dass man es hier auch sieht. Und dasselbe kann ich eben noch einmal machen. Ich mache mir jetzt wieder eine leere Ebene. Jetzt kopiere ich mir die Maske aus dem Luminanzbereich und invertiere mir diese Maske. Ich blende mir das Ganze nochmal ein. So. Und jetzt könnte ich das Ganze in einen Teal and Orange reinbringen und verschieben wir das Ganze daher. Also ich habe jetzt hier noch gar nichts an der Belichtung gemacht, aber ich habe hier schon ein paar Sachen einstellen können und dazu habe ich jetzt dann nur ein paar Ebenen hinzugefügt. So cool. Und ein Must-Have jetzt da, das war schon lange fällig, dass das in Capture One Einzug erhält. Und ja, was ist jetzt dann noch hinzugekommen? Und dazu müssten wir in die Voreinstellungen gehen. Dann mache ich mal hier die Voreinstellungen größer. Nein, hier. Ich habe hier die Plugins. Als neuen Punkt, also einen neuen Tab hinzugekommen und dazu ist eine Meldung von Phase One auch herausgekommen, dass man jetzt auf einer Entwicklerplattform mit Entwicklern für diverse Plugins zusammenarbeitet und das ist auch ein Punkt, was mir bei Capture One eigentlich immer gefehlt hat. Das waren eben die ganzen Plugins, was man in Lightroom hat, zum Beispiel, dass man direkt auf Instagram hochladen kann, direkt auf 500 Pics und so weiter. Und ja, dementsprechend warte ich jetzt da die nächsten paar Monate, also das sollten noch ein paar Plugins hinzukommen. Eines, was man als Plugin jetzt dann neu implementiert hat, ist eben das Open With Menü, also mit welchen Sachen man Exporte eben öffnen kann. Ja, das wären einmal die Neuerungen in Capture One. Wenn ihr Lightroom-Umsteiger seid oder mit Lightroom unzufrieden seid und das Ganze erst einmal testen wollt, es gibt eine 30-Tage-Testversion. Die könnt ihr euch mal ansehen. Den Link dazu habe ich in der Beschreibung. Zusätzlich könnt ihr, wenn ihr von Capture One 11, 10 oder 9 upgraden wollt, geht erst ab. Upgraden geht zumindest erst ab Capture One 10. Dann verwendet den Gutscheincode, den ich hier unten eingeblendet habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, seht euch die anderen Videos an, die zu Capture One sind. Einige Tools, die brauche ich eigentlich nicht erneuern, weil die habe ich erst kürzlich erneuert. Aus Capture One 11 und die sind auch immer aktuell. Also da nochmal reinschauen. Und ja,
Viel Spaß mit Capture One und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute!